So soll es einmal aussehen. Prunkvoll, ein echtes Schmuckstück für die Hansestadt Rostock. Das neue Volkstheater am Bussebad. Mehr als 30 Meter hoch, ein begehbares Dach und eine Bar im Theaterturm. Natürlich mit Blick über Rostock. Innen ein großer Saal mit 650 Plätzen. Bauherr ist Rostocks Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und Entwicklung. Baubeginn könnte Anfang 2025 sein. Die Planungen schreiten voran, werden immer präziser. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger ist sich sicher, dass eine Stadt wie Rostock ein Volkstheater braucht, als Kulturraum. Und es muss ein neues sein, denn das alte macht nicht viel her. Dass das jetzige Haus ja schon immer ein Provisorium war und inzwischen einfach in einem sehr schlechten Zustand ist und wir uns vor vielen Jahren schon bewusst gemacht haben, dass eine Sanierung überhaupt nicht sinnvoll ist, sehr unwirtschaftlich ist. Und so langsam aber sicher haben wir auch Zeitdruck, denn ewig werden wir in dem jetzigen Gebäude auch nicht mehr spielen können. Das heißt, der Neubau ist auch alternativlos. Die Stadt hat sich laut Oberbürgermeisterin sehr, sehr lange Zeit genommen, um zu entscheiden, dass ein neues Theater gebraucht und schließlich auch gebaut wird. Problem? Die Baukosten sind überall gestiegen. Noch vor 10 Jahren hätte man es deutlich günstiger haben können. Konkret? Anfangs wurde mit 110 Millionen Euro gerechnet. Mittlerweile sind die Kosten auf 208 Millionen Euro gestiegen, haben sich also fast verdoppelt. Ehrlich gesagt, ich fand die 110 Millionen damals schon illusorisch. Für mich war das so eine Bauchraumzahl. Da hat jemand mal geraten, was ein neues Theater kosten könnte, ohne sich schlau zu machen. Denn wenn man damals schon in andere Städte geguckt hätte, hätte man gewusst, dass ein neues Theater sehr viel teurer ist. Aber ja, trotzdem sind wir jetzt bei 208 Millionen. Das ist der aktuelle Stand, den wir haben, nach den Planungen, die wir gerade haben. Und dazu kommen ja auch noch Kosten, die entstehen, um den Innenraum des Theaters auszugestalten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch noch teurer wird. Eva-Maria Kröger spricht aber auch von aktuellen Preissenkungen in der Baubranche. Deshalb habe sie die Hoffnung, dass der Preis nicht zu sehr in die Höhe geht. Im Moment ist die Aufteilung der Kosten wie folgt geplant. 51 Millionen Euro für den Theaterneubau kommen vom Land. 74 Millionen zahlt die Stadt. Und 82 Millionen sollen per Darlehen finanziert werden. Für die Finanzierung will die Stadt Grundstücke und Gebäude verkaufen. Unter anderem stehen Gewerbeflächen im Rostocker Nordosten und das ehemalige Best Western Hotel in Warnemünde zur Disposition. Wenn ich ein Grundstück verkaufe, habe ich bares Geld in der Kasse und kann es ausgeben, um mir ein Theater zu leisten. Das ist nur ein Teil der Gesamtsumme, den wir über Grundstücke realisieren wollen. Ich kann aber die Ängste insofern nehmen, als dass bei weitem kein Ausverkauf unserer Grundstücke stattfindet. Das wäre mit mir als Oberbürgermeisterin auch nicht zu machen. Denn es ist richtig, dass eine Stadt viele Grundstücke besitzt, um auch zu kontrollieren, was auf diesen Grundstücken eigentlich passiert. Und deshalb haben wir auch viele Grundstücke. Und das, was wir vorschlagen werden, was wir gerne verkaufen möchten, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was die Stadt tatsächlich alles besitzt. Über die Größe des neuen Volkstheaters haben Stadt und Land lange gestritten. Besonders stand die Frage im Raum, ob das Ensemble verkleinert werden soll. Letztendlich steht aber fest, 4 Sparten sollen bleiben: Tanz, Schauspiel, Musiktheater und Orchester. Denn Rostock ist nicht nur Wirtschaftszentrum, sondern auch Kulturzentrum Mecklenburg-Vorpommerns und soll das auch zeigen. Das klingt nach Einigung. Gegen die gestiegenen Kosten ist aber der Generalsekretär der CDU, Daniel Peters. Er fordert einen Bürgerentscheid für den Theaterneubau. Die Rückendeckung aus dem Land für das Projekt aber bleibt. Und auch von anderen Kulturschaffenden. Ich erlebe in ganz vielen Dingen, dass ich doppelt so viel zahlen muss wie vorher. Also das ist Populismus pur. Kein öffentlicher Bau kostet so viel, wie er geplant ist, weil es gar nicht geht. Inzwischen werden die Planungszeiten sind so lang. Brandschutzdinge ändern sich, das wissen eigentlich alle. Rostock braucht einen emblematischen Bau. Ich glaube, das letzte städtische Neubauzeichen kann man lange zurückgehen. Landet man wahrscheinlich bei den Kirchen in dieser Stadt. Und ich glaube, Rostock muss endlich die Rolle einer Großstadt annehmen.
Es gibt, glaube ich, ganz viele Gründe, warum unsere Mitarbeiter sowieso ein neues Haus brauchen. Das geht so nicht weiter. Warum für die Stadt, für die Wirtschaft es wichtig ist, diese Stadt aufzuwerten. Auch fürs Image, dass endlich mal was gebaut wird und nicht immer nur darüber geredet. Zum anderen muss man sagen, dass die Geschichte, man könnte es jetzt mal ein kleines bisschen ändern, ein bisschen kleiner machen, das wird von der Logik her einer Bauentwicklung, einer Projektplanungsphase nicht funktionieren. Entweder baut man jetzt oder es ist für die nächsten 10, 15 Jahre wieder nicht möglich und dann kann man neu drüber nachdenken. Und das wäre so ziemlich der Untergang der Situation. Dass man jetzt eine Initiative in den Raum gestellt hat, eine Bürgerbefragung dazu noch vorzunehmen, die halte ich für nicht gut. Ich halte es nicht für gut, wenn man sich nicht den realen Bildern stellt, sowohl von der Refinanzierung wie auch von der Finanzierbarkeit, wie auch von der Machbarkeit. Und wir sind jetzt soweit. Ich glaube, jetzt ist es auch wichtig, dass endlich mal Butter bei die Fische gegeben wird und auch etwas getan wird. Geredet wurde genug. Die Zeit drängt. Laut Oberbürgermeisterin handelt es sich hier um einen Jahrhundertbau. Deshalb wird ein Volkstheater geplant, das für sehr, sehr lange Zeit das Zuhause des Theaters und auch anderer Kulturschaffender sein wird. Und so könnte es im Sommer 2028 die erste Premiere in dem Haus geben.